Meine Damen, meine Herren, wir haben hier zwei typische Anträge aus der rot-grünen Klischeekiste. Zunächst gehe ich auf den Antrag der SPD ein. Es stellt sich die Frage, wo hört bei der SPD das Alle in der Ehe für alle auf? Wenn die Auflösung des Begriffs Ehe im gleichen Tempo weitergeht, werden wir in wenigen Jahren die Vielehe haben und dann möglicherweise endgültig die Kinderehe. Aber auch dann werden wir Konservative da sein und unsere Stimme gegen diese Missstände erheben. Schon jetzt hat die SPD hochrangige Politiker in ihren Reihen, die versuchen, uns Deutsche insgesamt zur Kinderehe hinzuführen. Wie heißt die SPD-Politikerin, die das Konstrukt Kinderehe verharmlost? Frau Özos. Die SPD-Frau sagt, Zitat aus dem Spiegel, ein pauschales Verbot von Ehen von Minderjährigen ist zwar vielleicht gut gemeint, kann aber im Einzelfall junge Frauen ins Abseits drängen. Dieses Zitat, dieses Zitat zeigt, dass man durchaus in Hamburg geboren sein kann und trotzdem ein anatolisches Eheverständnis hat oder zumindest verharmlost. Frau Özos ist aber nicht nur SPD-Mitglied, sondern Integrationsbeauftragte im Range einer Staatsministerin und hat 2016 ein von Frau Merkel akzeptiertes Impulspapier vorgelegt. Dieses Werk enthält die Machtfantasien von Migrantenfunktionären mit dem Ziel einer entsprechenden Grundgesetzänderung. Unfassbar, wie man eine solche islamische Kultur hofieren kann und gleichzeitig den Deutschen die eigene Kultur abspricht. Aber wir haben ja heute Morgen Herrn Laschet gehört, und er hat ja Gott sei Dank festgestellt, dass wir zumindest eine reichlich gute kulturelle Landschaft haben. Laut Bundesinnenministerium gab es 2016 knapp 1.500 Kinderehen in Deutschland, davon 360 unter 14 Jahren, größtenteils Mädchen. Das ist ein trauriger Aspekt der vollkommenen Umsetzung der Ehe für alle. Kommen wir nun zum Antrag der Grünen. Dieser spricht ein ähnliches Thema an, jedoch mit mehr Wut auf die Familie. Es kommen reichlich Ausdrücke vor, die viele gar nicht verstehen oder verstehen wollen, aber das grüne Herz richtig in Wallung bringen. Homophobie, Diskriminierung, geschlechtliche Identität, LSBTTI. Schauen wir uns also den Antrag der Grünen einmal im Detail an. Dort heißt es, Zitat, Eheverbot für Lesben und Schwule war nicht rational. Doch die ausschließliche Ehe zwischen Mann und Frau war, ist und bleibt vollkommen rational. Die Ehe und die daraus entstehenden Kinder sind die Keimzelle unserer Gesellschaft und des Staates. Dies ist der Grund, warum die Ehe ein Sakrament ist und unser Grundgesetz die Ehe im Artikel 6 unter besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellt. Die Grünen feiern sich nun dafür, dass sie dieses Sakrament aufweichen und damit entwerten. Kinder brauchen Mama und Papa. Selbstverständlich kommt es vor, dass Kinder nur mit einem leiblichen Elternteil oder gar keinem aufwachsen müssen. Leider. Dieser Zustand sollte allerdings doch nicht auch noch gesetzlich gefördert werden. Die von den Grünen im Antrag so sehr herbeigewünschte Kinderwunschbehandlung von lesbischen Paaren mit Fremdsamen ist entschieden abzulehnen. Meine Damen, meine Herren, Kinder sind kein Lifestyle-Produkt. Was kommt als Nächstes? Etwa die Kommunion für alle? Weil das diskriminierend erachtet wird, nur Gläubige daran teilnehmen zu lassen? Der Gedankengang mag noch absurd klingen, aber dies ist leider genau der Weg, den die Grünen gehen. In dem vorliegenden Antrag bezeichnen die Grünen unter anderem den Familienrabatt in Museen als Diskriminierung in öffentlichen Institutionen. Sie haben richtig gehört. Angeblich würde dieser Familienrabatt manche Personen vor eine große psychische Belastung stellen. Warum kämpfen die Grünen eigentlich nicht auch gegen den Studentenrabatt? Der müsste doch sicherlich auch für große psychische Belastung bei Nichtstudenten verursachen. In ihren Forderungen an die Regierung versuchen die Grünen,
ihre sehr spezielle Vorstellung von Familie und Ehe in möglichst alle öffentlichen Einrichtungen zu pressen. Es soll sogar eine eigene Landeskoordinationsstelle eingerichtet werden. Ich mache es kurz. Alle 8 Forderungen in dem Antrag der Grünen sind nicht unterstützenswert. Dennoch werden wir anstandshalber der Überweisung in den Ausschuss zustimmen. Ich sage Ihnen abschließend, die Ehe für alle gehört weder nach Düsseldorf noch nach Berlin. Die Ehe ist die Zusammenkunft von Mann und Frau, nicht von Mädchen und Mann, auch nicht von Mann und Mann, auch nicht von Frau und Frau und was sich SPD und Grüne sonst noch wünschen mögen. Es muss nicht die Ehe für alle sichergestellt werden. Es muss sichergestellt werden, dass Kinder liebevoll mit Papa und Mama aufwachsen können. Dies muss das Ziel sein. Und daher bitte ich alle hier im Landtag, die dies genauso sehen, sich klar gegen die rot-grünen Vorstellungen zu positionieren.